Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gunpoint. Ja, irgendwie ist die Musik auf einmal weg. Ich hoffe mal, die kommt jetzt noch wieder. Aber daran wollen wir uns jetzt mal nicht aufhalten, sondern wir wollen erstmal wieder ins Bild klicken, die Credits wegmachen. So, okay. Genau. Jetzt haben wir hier dieses Mal diese zwei Aufträge zur Verfügung. Oder ja, doch. Einmal vom Gessler wieder und einmal von irgendeinem anonymen Typen Spaß. Naja, das will ich mal nicht sagen, das ist ja einer unserer Kunden. Fangen wir doch erstmal mit Gessler. Acquisitions oder so eine Art. Ready, it's time. Okay. You all know where you are going, but I will say it anyway. TX Fabrication, Liar Street, Steel Rooks Prototype. Okay, ein sehr kurzes Gespräch. Es ist ein bisschen laut auf meinen Kopfhörern. Ich werde mal hier ein bisschen leiser drehen. Ich hoffe, es ist nicht zu laut an dem Video. So. As in life, anyone in bl a black suit is a professional. Professionals will shoot even if a gun point. They also can see in the dark, why not? Okay, also es gibt jetzt diese professionellen Typen, die schießen auch, wenn man mit einer Pistole auf die gerichtet hat. Pistole kriegen wir dann später noch. Und die sehen auch im Dunkeln genauso gut wie am Tag. Ich sollte mir vielleicht vorher mal anschauen, was ich hier zur Verfügung habe. So. Das da ist so ein professionell, wenn ich es richtig sehe. Ja. Und würde ich sagen, wie öffnen wir das jetzt hier am besten? Okay, die Tür dort ist zu, also können wir schon mal hier drum herum gehen. So. Den Typen können wir, glaube ich, auch runterschmeißen, oder? Ja, sieht gut aus. Ich werde sicherheitshalber trotzdem mal noch hier das wegnehmen. Und jetzt Hieronymo, Bams. Ja, das war auf jeden Fall so geplant. Okay. Hier gibt es nichts weiter. Würde ich sagen, ja, was würde ich denn sagen? Dann gehen wir jetzt mal hier nach ganz unten, nehmen wir hier nochmal das weg. Nein, du siehst mich nicht. Und du siehst mich auch nicht. Jetzt hat er sich umgedreht. Dann aktivieren wir mal damit die Tür da hinten. So, nehmen das auch wieder weg. Und jetzt aktivieren wir damit die Tür hier. Und nehmen es auch wieder weg. Jetzt klettern wir einmal noch drum herum. So, da, da, da. Und damit müssten wir jetzt auch den hier ausschalten können. Geronimo, Bams. So. Und können wir eigentlich. Ach ne, das ist ein Handscanner. Wie man hier auch das Blut noch liegen sieht. Ja, jetzt könnten wir eigentlich die Tür beim nächsten Mal, wenn wir hier durchgehen, einfach wieder aktivieren. Und ne, ja, nicht so rum. So rum natürlich. Und dann sehen wir weiter, würde ich sagen. Ach so. Sollte natürlich auch mir das Ding hier holen, da hätte ich nämlich noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Zuallererst entferne ich natürlich mal hier die Alarmanlage. Dafür kann ich hier mal die Tür öffnen damit. Und zwar so. Ach so, die muss ich selber aktivieren. Okay. Dann muss ich mal sehen, wie ich das anstelle. Am schlauesten. Oder kann ich hier nicht irgendwas noch von hier unten mit aktivieren? Okay, dann muss ich nämlich mal like a Ninja durchschleichen. Das wird nicht so einfach werden, denke ich. Gut, probieren wir es einfach mal. Schlimmstenfalls sterben wir eben. Ist ja nicht so schlimm. Hat jeder schon so zwei, dreimal hinter sich. Also ist das nicht so das Problem.
Was erzähle ich hier eigentlich? Egal. Fahr mal hier mal mit dem Dings runter, holen mal den Fahrstuhl hier wieder hoch. Steigen ein. Das ist noch aktiviert. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. So. Ah, ja, so wird es auf keinen Fall funktionieren. Gut, dann öffnen wir jetzt erstmal hier die Tür. Einfach so, falls wir da mal schnell flüchten müssen. Und Versuch Nummer DOS 2, ich weiß nicht. Ja, doch, ich glaube DOS. So, und jetzt schnell wieder rein. Hat super funktioniert. Und damit können wir jetzt auch schon hier das hier mal wieder wegnehmen. Und in die nächste Etage hoch. Der dürfte uns ja eigentlich nicht sehen. Klauen wir uns mal das Zeug hier. Den kriegt man raus, indem wir hier den Lichtschalter drücken und wieder runtergehen. Und jetzt kann man. Aber ist das so ein. Also das ist so ein Typ, okay. Na, mal gucken, ob das gut gehen wird. Ich glaub's nicht. So, das muss jetzt kurz sein. Hat er das gemerkt? Ja, das hat er gemerkt. Aber scheint ihn nicht wirklich zu stören. Damit können wir jetzt auch schon weiterlaufen. Warten wir hier nochmal kurz, bis der wieder weg ist. Und dann können wir mal schnell den letzten, den grünen Wirejack aktivieren. Und mal sehen, was für Möglichkeiten uns dann offen stehen. So. Mal sehen. Ah, jetzt können wir die Tür hier öffnen. Okay, den Lichtschalter brauchen wir nicht wirklich. Eigentlich alles sehr sinnlose Sachen. Also eigentlich war das jetzt unnötig. Aber gut. Dann können wir jetzt einfach gehen. Haben leider nur ein A bekommen. Aber gut. You get it. Yep. Fucking fantastico. Get off at central switchbacks with the guy on the far branch. Ne, bench. This car is. Ne, is in his. So. Zungenbrecher. Okay. Damit hätten wir jetzt auch schon wieder einen Upgrade-Point. Dann würde ich sagen, investieren wir mal hier in die Batterien. Stimmt, wir hätten ja auch einfach lautlos durchbrechen können. Na, egal. Können wir uns jetzt auch mal. Ach nee, das mit dem. Ach, das kriegt man jetzt erst. Okay. Ich dachte, das hätten wir uns schon geholt. So, damit können wir jetzt nämlich unentdeckt, also ungehört durch solche Glaswände hier durchbrechen. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Hatten wir das nicht schon mal? Oder war das in der Aufnahme, die fail geworden ist? Das kann natürlich auch sein. Na egal. Dann machen wir es so. Und dann kommen wir hier durch. Schnappen uns hier noch schnell die zwei Batterien. So. An den da oben kommen wir von oben ran. Brauchen wir aber nicht, da das keine richtige Mission ist. Autsch. Ja, so viel dazu. Machen wir es nochmal so. So. Holen wir uns mal die letzte Batterie. Einfach, damit wir wieder voll haben. So. Und jetzt springen wir ins Ziel. So. Dann hätten wir auch das, würde ich sagen, holen wir uns. Und haben wir jetzt. Gott. Wollen wir jetzt. Ach, das hat man schon. Oh. Ich bin blöd wie. Ich weiß nicht. Wie sonst was. Na gut. Das hier ist auch cool. Freue ich mich schon drauf. Würde ich sagen. Gucken wir uns mal an den Anonymous. The Collins Case. I'm unsatisfied with the East Pine Police Department handling of a recent homicide. And I'm looking for an agent to help me investigate what really happened. Hey, fast ohne Versprecher. Neuer Erfolg. Wie spricht denn der bei mir?
Thanks for responding. The case I'm interested in is one you might have heard of. The victim's name was Selena Delgado, an employee of Rooks Firearms Company. Ach ja, schon mal soweit gesagt, es ist jetzt eine neue Aufnahmesession. Interessiert eh keinen, aber es ist egal. Wir haben jetzt hier auch keinen Button. Yes, I'm familiar with it. Security camera footage from the murder. Scene was wiped and the Lagos College. Katie Collins was charged with the murder. I don't think she did it. And I'd like your help prove that. Let me guess, you're a friend of the suspect? I'm the chief of police. You're hiring me to investigate your own incompetence? Cool. No, the department. I was transferred here to something about this town's addresses, record of corruption, and every other police. Chief Ruth being given that task has vanished or died in a freak gun accident. I'm not them. I intend to do some actual good here, and to do that I need to stay alive. So when it's get hard to tell whether my men are being lazy, stupid, or actually corrupt, it seems wiser not to ask them directly. That's why I need you. What's the plan? Every off-site backup on the security camera. Ich lese mal ein bisschen schneller vor, das dauert mir zu lange. Feed was wiped that night, but the camera itself wasn't. Not everyone knows it, but the older models Rook use keep a local backup on the camera itself. I want you to go in the crime scene and get the camera's memory card. And you would show you whatever was caught on camera there, that's right? Hopefully, yes. If it's blank, we keep digging. So where am I headed? Redgird Road, the Rook office. Just get the camera and the third floor. It should be easy to get the card out of it. The data will be strongly encrypted, but I can decode it if you can get it to me. Client has disconnected. So, ich habe mir vergessen, den Wecker zu stellen. Ich werde mal die Mission noch versuchen zu machen. Und dann, ja. So. Brechen wir mal hier ein. Gibt es hier wirklich nur einen Polizisten? Na, dann dürfte es ja einfach werden. So, hoffe ich mal. Erstmal verbinden wir das mit der Tür. Dann verbinden wir das mal mit der Tür. Und dann verbinden wir das mal mit der Tür. Universalschalter, juhu. Dann gehen wir mal den Fahrstuhl hoch. So. Und aktivieren den Wirejack hier. So. Dann öffnen wir mal mit dem die Tür. Und genau, fahren jetzt hier einmal hoch. Wieder runter. Gehen einmal außen rum. Machen einen Mega-Jump gegen den. Schalten ihn aus. So. Und jetzt können wir uns die Kamera klauen. Oh, so. Okay. Um das nochmal zu vervollständigen, holen wir jetzt mal uns hier noch den Computer. Ah, dazu sollten wir uns natürlich vorher den Wirecheck holen.
Diese blöden Wirejacks. Warum kann nicht alles mit normalen Kabeln verbunden sein? Das wäre viel einfacher. Nee, dann wäre es aber auch langweilig. So. Gut, dann müssen wir eben nochmal runterfahren. Gott, ey. Deswegen freue ich mich schon auf das letzte Upgrade, das wir kriegen. Da können wir die Tür nämlich einfach eintreten, auch wenn es dann ein bisschen zu einfach ist, aber das ist auch, kriegt man, schafft man eh nur zu kriegen, wenn man das Spiel durch hat. Oder fast durch hat. Nee, wenn man es. Wenn man es fast durch hat. Genau. So, damit hätten wir das jetzt. Ich laufe lieber. Das geht irgendwie schneller. Das ist ja auch wie im echten Leben so, finde ich. Man ist eigentlich zu Fuß schneller, aber es ist eben natürlich mit dem Fahrstuhl bequemer. So sieht er also aus, unser Julian Mayfield oder Anonymous oder wie auch immer er heißt. Nein, das lese ich mir jetzt nicht durch. Did you get the card? Yep, sending you the data now. Excellent, good job. Got down it. One of my idiot officers must have switched the camera back on. The card's full, but it's only the last few nights. Whatever it recorded on the night of the murder was overwritten a day ago. Thanks for your help. Anyway, I will get back to when you know our next move. Mayfield has disconnected. So. Jetzt können wir uns das nächste holen. Pranks Bessen. Ach, das ist auch ganz cool an sich. Wir probieren es aber vorher mal aus. The Pranks Bessen lets you connect power sockets to things with electricity them. When the power socket is activated, its target emits a shock. Link your switch to the socket and the socket to the switch near the guard. Also, wir können damit sozusagen einen Kurzschluss verursachen, der auf diesen Schalter hier springt und damit wird der Guard hier außer Gefecht gesetzt. Ist an sich ganz cool, habe ich aber bisher so gut wie nie verwendet. So, und das hier nehmen wir mal weg. Und pow. So. Holen wir uns mal hier noch das Ding. Und Kamehameha. Wie auch immer der noch in die U-Bahn reingesprungen ist. Ich meine, der ist. Ach, egal. Ich mache mal lieber keine Gedanken drüber. So, dann kaufen wir uns das Ganze mal. Haben wir jetzt auch noch genügend Geld, um uns jetzt die Batterie wieder aufzufüllen. So. Und können noch einen Upgrade-Point ver. Dann würde ich sagen, gehen wir das letzte Mal auf Bullfrog. Dann hätten wir das schon mal abgeschlossen. Und wir sprechen mal wieder mit Rook. The Trace. We've got a trace. Let's see the where it take us. Und Mayfield, the data sack recording. I need you to break into data sack facility to get some footage that might shed light on who killed Selena Delago. Doch darum werden wir uns dann beim nächsten Mal kümmern. Ich hoffe mal, die 15 Minuten sind rum. Wie schon gesagt, ich habe jetzt meinen Wecker nicht gestellt. Wenn nicht, tut's mir leid, dann werde ich die nächste Folge ein bisschen länger machen. Aber würde ich sagen, das war's dann mal wieder mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, ciao.